von Mannheim bin ich grad am Schaffen. Ich schau auf die Straße und seh nur dumme Affen. Okay, vielleicht nicht mit der gleichen Behaarung, doch sie laufen rum wie Tiere auf der Suche nach Nahrung. Und je länger ich mir diese Menschen betrachte, umso mehr wird mir klar, dass ich sie alle verachte. Ein Blick reicht, um mir meine Meinung zu bilden. Die Schlampen laufen rum, als wären sie Paris Hilton. Zwei Männer, die sich zur Begrüßung küssen. Gothics und Punks, die zwanghaft anders sein müssen. Kleine Mädchen, die sich schon wie Noten schminken. Schickimicki-Tussen, die teuren Kaffee trinken. Der Anblick dieser Maden ist kaum noch zu ertragen. Neben einzelnen von ihnen gehört die Fresse eingeschlagen. Ich hab das Verlangen, diese Welt in Brand zu stecken, damit diese Arschlöcher alle verrecken. All diese Dinge steigern meine Aggression, doch sie fördern auch meine Inspiration. Es sind weniger die Dinge, die mich freuen im Leben, sondern die, die mich immer wieder aufregen. Leute, die mich ankotzen, eingebildete Fossen. Alles, was mich schickt oder meinen Kopf wiegt, wenn mir Scheiße passiert oder mich etwas schockiert. Das ist das, was mich inspiriert. Abends geh ich auf die Party, die voll schicken soll. Doch ehrlich gesagt, find ich sie nicht so toll. Diese Party langweilt mich von Anfang an. Also hock ich mich hin und schau mir die anderen an. Aufgetakelte Schlampen geben sich überheblich. Klamotten von H&M, ein optischer Fehlgriff. Ich seh Typen und denk, behinderter geht's nicht. Gekehlte Schwuchteln, die Goldcatch tragen. Hautenge T-Shirts, mit dreht sich der Magen. Ein Spaß hockt sich neben mich und textet mich zu. Halt einfach die Fresse und lass mir mal Ruhe. Er will Smalltalk machen wie ein Versicherungsvertreter. Doch die Scheiße, die der labert, interessiert mich keinen Meter. Alter, die Party ist wirklich voll schier. Da fragt man sich, was mach ich eigentlich hier? Ganz einfach, ich lass mich von der Scheiße inspirieren. All diese Dinge steigern meine Aggression, doch sie fördern auch meine Inspiration. Es sind weniger die Dinge, die mich freuen im Leben, sondern die, die mich immer wieder aufregen. Leute, die mich ankotzen, eingebildete Fossen. Alles, was mich schickt oder meinen Kopf fickt, wenn mir Scheiße passiert oder mich etwas schockiert. Das ist das, was mich inspiriert.